Ingrid ist noch immer bettlos. Das kann nicht sein. Ihr wollt mir sagen, ihr habt ja keine Baumrinde. Hier lag gerade alles vor. Hier liegt Baumrinde rum. Wie faul wollt ihr sein? Ja. Wollen wir. Schön. Wie lieb's. Ich weiß auch nicht, wie ich die nächsten Häuser hier hinbauen möchte, aber ich würde die Tanne mal fällen. Meine, die Bewohner haben gerade Werbepause. Deshalb ist die Hütte nicht fertig, oder wie? Name Ausrede hier. Ich bin auf die Invasion noch vor. Ich brauche die Hütte, weil ich brauche Leute. Ich muss mich darauf vorbereiten. Dann scheint da was von Portal und dann gucke ich mal. Also, ich will, dass die hier zu tun haben und dass es geregelt ist, bevor ich jetzt losgehe und suche, wo hier irgendwo ein Portal ist. Weil ich wüsste gern, wo ist das? Seelisch, um mich vorzubereiten, aus welcher Richtung oder so, die dann angestürmt kommen, weil noch sieht man es ja nicht. Aber wenn da stand, ein Portal ist erschienen, muss es ja irgendwo rumliegen, ne? Echt, da habe ich jetzt nicht nur einmal Rinde rausbekommen. Nicht auf, nein. Fallen lassen, kaputt machen. Das tut man nicht alles. Damit die hier ein Dach über dem Kopf haben. Ich weiß halt nicht, ne, wegen den Kasernen. Ich brauche auf jeden Fall Wachtürme, die Kasernen. Dann brauche ich aber echt viele Leute. Ich muss mich um andere Sachen noch kümmern. Also die können die einen Sachen ja bauen. Ich habe ja ein bisschen Zeit, ne? Ich wüsste gern, wie weit weg das ist. Weil wenn die da aus dem Portal marschieren, ist das ja was anderes als ein Spawnpunkt. Dann habe ich halt wirklich vielleicht ein bisschen Zeit. Oder auch nicht, weil die Sache hier dann richtig eskaliert. Natürlich auch sein. Ich müsste hier so einen komischen Code reinmachen für die Suppe, die sie dann hier später bekommen. Die bestimmt jeder gerne haben. Das Problem ist, sie verwenden ja gerade halt auch die Rinde für die Fasern und so. Brauche ich eigentlich noch die Mütze? War das eigentlich Rüstung? 10 Rüstung, ja. Es war nur Kälte. Aber die Schuhe sind auch Rüstung. Okay. Jetzt überlegt. Dann behalte ich die Kapuze auf. Ich weiß, ich finde auch keine Rinde, meine Liebe. Deshalb fälle ich hier gerade alles oder zerkleine alles. Da hast du Rinde. Hast du noch mehr Rinde? Dann grille ich nach der Rinde noch. Schön. Da ist noch mehr. Reicht es dann irgendwie mal demnächst hier? Oder braucht ihr noch mehr Rinde? Nee, sie braucht noch mehr Rinde. Das ja macht Freude. Okay, sie hämmert, sie hat genug Rinde. Auch die letzte Baustufe. Ganz die letzte Baustufe. Ach ja, der Rest liegt hier rum. Das hat die zwei Seile. Das könnte natürlich wieder ein bisschen
kritischer werden? Ich schwöre, es hat sich bewegt. Was? Ich? Ich diese Invasion, ich will gar nicht dran denken, ne? Der ist eure zwei Seile. Mal reinluschern. Da, die gehen halt hier, ne, ran. Ist alles Mögliche drin. Ja, das rohe Fleisch würde ich schon irgendwie gerne noch grillen. Gleich. Die bunkern alles. Okay, jetzt. Ich wollte gerade sagen, Seile hatte ich doch inzwischen schon. So, hier, bitte, Sigrid. Du hast endlich eine Hütte. Dann noch hier, dann werde ich jetzt, glaube ich, doch jemand rufen. Und die müssen trotzdem umziehen. Ich lasse gleich noch das nächste Haus bauen. Nächtliche Widerstandsfähigkeit. Der ist doch okay. Nehmen wir Kettil. Braucht zwar keinen Steinprofi, aber mal gucken, was der noch so kann. Ich kann da noch ein paar andere Sachen. Ich verhungere. Übrigens. Wir liegen Pflanzenfasern übrigens außen vor. Nur mal so ganz nebenbei. Dann grill ich jetzt eine Runde kurz. Hier, boah. Ich denke immer, ne, dieser Leck beim Speichern. Da denke ich immer, mein Rechner. Ich will keine Knochenfragmente nehmen. Ich will das Fleisch haben. Danke. Grillen. Danach kann ich die Betten dann wieder rein platzieren. Und wenn ich wieder unterwegs bin, um das Strohzeug einzusammeln, kann ich ja so komisch laufen, dass ich weiter die Gegend absuche, bis ich irgendwie. Das Portal wird man ja wohl sehen, oder? Der stand aufgetaucht. Sollte nicht so schwer sein. Wackte sie und wird nach Ewigkeiten herumirren. Ich meine, die Richtung schräg nach oben, dann schräg. Ich würde erstmal nehmen, erstmal nach da. Und dann immer weiter. Mal die Betten platzieren, während das jetzt grillt. Ach, ich muss das eine auch abreißen, ne? Das sieht doch. Bisher hat sich hier niemand beklagt und es sah bisher nicht komplett scheiße aus. Und hier schläft jemand? Ich sehe das nicht. Ich kann noch immer. Warum kommt hier rein und raus? Ich glaube, 5 Leute, das passt. Das ist okay. Dann hätte ich ganz gern hier auch das Lebensmittelregal, auch wenn die sich hier alle Sachen reinbunkern, die sie nicht bunkern sollen. Ich hoffe, ich habe später noch die Suppe. Dann bräuchten wir hier ein Holzlager. Das ist vielleicht im Winter doch ganz praktisch. Das hier wird abgerissen. Das auch. Die ist nochmal gleich kurz dachlos. Damit kommt sie bestimmt klar. Dann gucke ich gleich mal, wie ich das gemacht hatte. Erstmal die eine Seite. Nee, gar nicht erstmal die eine Seite. Erstmal wieder zum Fleisch. Wow. Falsche Richtung, hier lang, da. Das war etwas zu spät, aber 2 Fleischstücke haben gefehlt. Ich nehme mal an, wir haben sie da runtergeholt. Holzkohle brauche ich auch. Gar kein Ding. Das, wenn man hier zu viel auf einmal macht, hat was. Ich sehe halt nicht, wo das Kopfende ist. Dann kann ich das nicht richtig hin platzieren. Fleisch.
Grill. Jetzt reicht. Jetzt geht es wieder schneller, weil es wärmer ist. Oder wie? Sonst konnte ich immer entspannt noch was machen. Drehen und zwei Dings frei. Fleisch. Das ist halt echt ein bisschen problematisch, ne? Ich möchte zum einen, dass ich na neue Leute bekomme und die will ich auch umsiedeln. Und das ist echt ein bisschen schwierig mit den Sachen, die ich dann hierfür noch alle brauche. Easy. 22 Tage. Schaffe ich doch. Nach Fleisch gucken. Es sind nur fünf drin. Ich grill ja die ganze Zeit, ne? Und rein da. Ist der Weg. Wenigstens bleibt jetzt die Tür mal offen, wenn hier niemand wohnt. Der Bauarbeiter hat, glaube ich, gerade seine Ruhezeit. Ja, der andere Dorfbewohner kommt ja, dann kann er da ja mithelfen. Die Sachen vom Grill geklaut. Das habe ich ganz genau gesehen. Das wird hier halt echt nicht. Die bedienen sich gerade alle. Kann ich hier Fleischstücke mitnehmen? Muss erstmal hier für einen Grundstock und dass sie sich alle wieder hier Sachen bunkern. Erstmal dafür sorgen, dass sie genug haben. Und schon kommt der Jäger vorbei. Du sollst schon jagen gehen, nicht das Fleisch hier wieder von mir nehmen. Das ist hier ein unendliches Ding, ich sag's euch. Wenn das Bett fertig gebaut ist, kann die auch wieder eine Wohnung haben. Ich guck gleich mal, ich kümmere mich erstmal nur mal kurz ums Fleisch hier. Und bevor ich losgehe, würde ich auch schon das nächste Haus platzieren. Ich hoffe, das geht problemlos, ohne dass ich da wieder rein muss. Sagen, was ist los? Smoker verlassen das Dorf. Und schon nehme ich den wieder was weg.
Schön, ne? Muss man selber dann auch gleich erstmal was essen. Dann fehlt ja wieder was. Ich würde mal sagen, dann passt das, aber ich meine, vorhin hat sich nicht so krass aufgefüllt, weil sie das direkt wieder da rausgenommen haben, aber jetzt habe ich wieder 24 drin, plus das, was noch auf dem Grill ist. Bin ich doch ganz optimistisch, dass das hier, naja, irgendwie klappt. Das eine Bett noch platzieren, das Haus platzieren und dann kann ich losgehen, aber ich sollte vielleicht vor die Steine hier noch rauspacken aus meinem Inventar. Dann fällt es die Person auch gleich schon da. Ich tue bitte, dass irgendwann auch noch auftauchen sollte. Zehn Sekunden, ja. Passt. Da ist schon wieder einiges an Fleisch an. Ich habe hier auch gerade was qualvoll sterben hören. Und noch ein Bettchen. Ach, kann ich nicht. Keine freien Betten. Ich darf, kann euch leider erst zuweisen, wenn ihr bitte das Bett fertig macht. Wo ist denn die Person, die jetzt angekommen ist? Kommst du mal bitte zu mir? Also sie baut, ja, dann sind vielleicht gleich die Betten wenigstens fertig. Also 5 Stück kann ich ja da eigentlich reinpacken. Ich würde sogar im Lager. Ich habe gesehen, es gibt einen Lagerspot für die Steine. Kann sogar auch hinlegen. Hier gerade noch, warum auch immer, Fleisch im Inventar. Ich das gerade da nicht einlagern. Auch weil 17 nur noch da sind. Sie sind ja auch so viel bunkern, die Leute. Das ist die Person, muss ein Ausrufezeichen über ihrem Kopf haben, nicht die, die sammelt. Es muss eine andere Person sein, die kein Bett hat. Was macht der da? Machen die absichtlich bei einer Pause, wenn die obdachlos sind, damit sie dir richtig auf die Nerven gehen? Oder wie darf ich das jetzt hier verstehen, meine Liebe? Du hast ja wenigstens schon einen Job, aber hier macht es doch mal fertig. Du hättest locker ein Bett fertig bauen können. Ich habe doch vorhin die Betten kaputt gemacht. Wie kann man das nur ungleichmäßig aufteilen? Jetzt hat der wirklich das Stroh ungleichmäßig aufgeteilt. Na, noch besser. Am besten machst du bitte bei allen ein bisschen Stroh rein, damit kein Bett fertig wird. Deshalb mag ich es nicht, so viele Baustellen zu haben, wegen der Intelligenz, die meine Dorfbewohner hier haben. Ja, supi. Ich finde, das läuft richtig gut. Da kann ich ja nebenbei nochmal grillen und kann mich nicht auf die anderen Sachen konzentrieren. So muss das. Liegt hier Brennholz rum, wenn ich immer verzweifelt Brennholz suche. Ich kann halt wirklich jetzt nebenbei kurz nochmal grillen, weil ich hätte die zwei gern schon noch schon zusortiert. Ach ja, mit 3 Fleischgrillen. Gerade nichts zu tun. Ich muss warten. Na, deshalb habe ich ja aber auch nicht so viel Baustellen, weil ich es ja weiß. Aber ich dachte mir mit den Betten. Komm. Na? Kriegst du hin. Sonst, weil ich das Riebzeug ja auch gerade eben gesammelt hatte.
Ein Bett wäre schon mal fertig. So, Sigrid, du bist wieder im Rennen. Jetzt mach bitte noch ein Bett fertig. Der hat aber gar kein Ausrufezeichen. Ich habe den gerade gesehen, das ist der, der neu ist. Der hat noch gar kein Ausrufezeichen über dem Kopf gehabt gerade. Wahrscheinlich, weil es ihm noch nicht so schlecht geht. Noch nicht, mein Lieber, noch nicht. Pass mal auf. Esch nicht vergessen. Ja, das andere Bett wird gebaut. Dann super. So, um zu weisen. Was könnte der noch? Der Mensch, der jetzt neu ist? Dann gehe ich halt da drüber. Nicht du? Ketil oder so? Handwerker. Okay. Aber es ist auch kampferprobter Veteran. Der kommt. Mir hat noch jemand der Kaserne gefehlt in die Kaserne. Und die Nachtschicht kriegt er, weil er nachts tapfer ist. Wie sich das anhört. Wo war er hier? Zuweisen. Da macht er die Aufgabe hier. Oh, ich habe gar nicht die Aufgaben. Ihr müsst alle das hier machen. Egal. Passt. So, jetzt habe ich. Dann kann ich auch gehen, ne? Wenn hier irgendwas passiert, die sollten es eigentlich hinbekommen. Ich habe die Nachtschicht noch nicht zugeteilt bei ihm. Zeit für ein Nickerchen, ich glaube nicht. Die anderen hatten eigentlich nicht die Nachtschicht, sondern die Spätschicht. Ja. Okay. Gehen wir on Tour. Ich wollte nach da oben gehen. Im Dunkeln. Ja, aber mir geht's gut. Also, vorwärts. Ich habe auch nur jetzt in der Kaserne, es laufen auf jeden Fall zwei Leute immer rum. Minimum, manchmal sind es auch kurzzeitig drei, wenn die Schichten sich überschneiden, aber passt schon. Bin doch optimistisch. Knoblauch würde ich unterwegs einsammeln, falls ich gleich angefallen werde. Wenn ich zurück bin von der einen Tour, das ist jetzt recht kurz im Vergleich zur anderen Richtung, die ich gerade eben gelatscht bin, setze ich noch das Haus dahin. Jetzt habe ich nur noch einen Bauarbeiter, ich will dann, ne? Eins nach dem anderen. Den Wachturm muss ich auch platzieren. Aber erstmal das Haus. Oder dafür brauche ich Baumrinde, ne? Ja, vielleicht nur zwei Baustellen. Haus und Wachturm ist recht viel. Wenn ich nur einen habe. Und dann kann er gucken, für was er jetzt die Materialien vielleicht hat. Oder auch nicht. Sind hier irgendwelche Viecher im Weg oder kann ich kurz. Ich würde die trotzdem unterwegs mitnehmen, auch wenn ich noch kein Lager für die Dinger habe. Aber gleich, wenn die Leute umziehen. Blutmond. Bin ich optimistisch und sage, die schaffen das alleine? Ich weiß nicht, wie viel kommt. Es werden ja immer mehr. Beziehungsweise schwerere Gegner. Och, Menno. Ich wollte jetzt on Tour gehen. Geh lieber zwei. Nee, ich gehe lieber zurück. Ja, kurz zurück. Und platziere dann aber halt auch das Haus dahin. Dann mache ich eine Länge.
Hinten sind schon irgendwelche Lebensbalken, die da richtig komisch durchglitschen. Also es sind schon welche da. Also da Bosse und Keti kämpfen schon mal mit dem Trauger-Berserker. Also es ist ein großer auf jeden Fall da. Sie sind zu zweit und ich komme dann gleich auch irgendwann dazu. Ich sehe ja, wo sie sind, an dem Balken da hinten. Der Balken ist weg. Erledigt? Letztens kam halt dreimal welche, so drei Wellen. Hallöchen. Aber von da kommen die. Da ist ja Blutmund gezeichnet. Hier werden die halt nicht von der Hecke abgehalten, ne? Hier habe ich nämlich noch keine. Ach, da. Der alleine? Ja. Kommen jetzt genau einmal von der anderen Seite. Passt. Wie kein Werkzeug. Oh, kann sein. Ist ja einfach die Sachen fallen. Mann, ich brauche den Platz. Ich wundere es gerade echt. Aber vielleicht kommen ja gleich vier auf einmal. Bei meinem Glück. Ist das kein Licht? Noch nicht. Ein Lager, das wollte ich machen. Da, jetzt sind da welche. Und mein einer Camper ist auch da, ja. Es wäre krass, wenn sie mir die Blutsplitter wegnehmen würden. Diese Pfeile, ne? Komm, Judy, wieso hilfst du mir nicht? Sag mal, wo willst du denn hin? Wieso? Jetzt kommt der andere dazu. Aber wieso ist der eine denn gerade weggelaufen erst? Ich meine, ich habe ja keinen Bogenschützen dabei. Geht ja nicht. Die kann man ja nur auf die Wachtürme packen. Noch jemand? Nein. Okay. Aber es würde gehen. Also ich glaube, ich hätte sie auch allein lassen können, aber also ich weiß halt noch nicht, was noch zusätzlich hier vorbeikommt. In der Theorie. Aber wenn es halt, ne, nicht alle auf einmal sind, die Invasion kommt ja noch. Ich mich drauf freue. Ja. Würde halt um 5 gehen, ne? Ja, 5:30 Uhr jetzt gleich. Je nachdem. Hier liegt noch der andere Krieger rum, aber ich würde jetzt. Da ist noch ein Vetter! Okay, jetzt kamen doch noch welche. Ich wollte gerade sagen, 3 Stück, okay. Und mit Bogen, ne? Oh, die Bogen sind die schlimmsten. Alle haben Bogen. Na dann sterbe ich. Warte, ich muss mal kurz weglaufen und Knoblauch essen. Und Zwiebel essen. Laufen die mir jetzt hinterher? Bogenschützen ja hinterher. Wieso habt ihr den Groß noch nicht fertig gemacht? Das wäre ein Hit gewesen. Leutchens. Ach, ich mach das auch wieder mit der Steinspitzhacke, ne? Ich Volldoddel. Überlebt 36. Blutmond geht unter. Na schön.
Gut. So. Ich wollte losgehen. Jetzt aber hier mal. Nach da, bevor ich das jetzt schon wieder gleich unterbrechen muss. Ich muss das Portal suchen und ich brauche Stroh. Und das Haus platzieren, das Haus platzieren, das Haus platzieren. Damit die das schon mal baut. Kriege ich das denn dann jetzt auch hier rein? So wie das andere Ohr plötzlich gefunzt hat. Oder sind es vielleicht doch die Stämme, wenn zu viel Shit aufeinander liegt, dass es nicht funzt? Das ganze Harzzeug will ich jetzt aber nicht einsammeln. Es müllt nur alles wieder zu. Noch Rinde. Ihr lasst Rinder einfach so hier rumliegen und beschwert euch bei mir, dass ihr keine Rinde findet. Wollt ihr mich verkackeiern? Schnuffelhasen hier. Nee, Schnutzipu heißt das. Okay, also hier hätte ich jetzt nicht so viel Glück, glaube ich, dass es dann urplötzlich irgendwie doch funktioniert. Schade. Nee. Muss es in die Richtung? Ja, in die. So irgendwie ausgerichtet. Aber das geht wahrscheinlich noch nicht, weil hier schon wieder kein Platz ist. Das ist doch zum Mäusemelken. Ach, mache ich nicht. Ist mir egal. Ich habe andere Sorgen. Ich muss Stroh holen, Invasion vorbereiten, dann kriegen die wieder die Unterschlupfsachen. Ich verliere die Geduld. Hier liegt übrigens Fleisch rum, Leute. Nicht, dass es schlecht wird. Es wird schlecht. Wozu sind meine Leute zu gebrauchen? Nicht so gut, ne? Morgen mache ich noch einen spontanen Stream. Jetzt habe ich, bin ich gegen den Baum gelatscht. Nee. Nö. Eher nicht. Eher nö. Wird schwierig. Wann soll ich denn starten? Um 22 Uhr? Dann habe ich aber auch gar keinen Schlaf, ne? Auch nicht mehr die 5 Stunden, wenn ich das mache. Frag mich halt, wie groß das Portal ist. Sehe ich das dann? Ach, schon wieder Wölfe. Knoblauch essen? Will doch einfach nur meine Ruhe, wenn ich und spazieren gehe. Und dann wirst du einfach so abgelenkt. Das Fleisch kann ich nicht mal mitnehmen. Also ich brauche meinen Platz für andere Sachen. Aber Knoblauch nehme ich mal. Esse ich ja direkt. Habe ich das jetzt gerade angefangen? Da. Da war der Splitter, den ich schon. Und gleich noch einer. Bis 2 gestartet hatte. Vielleicht klappt es ja auch so. Muss halt immer dran denken, dass ich ganz schnell wieder die mein Knüppel ausrüste, mein Schacheknüppel.
Ne, das sind Beschwörungsgedöns hier auf der Seite. Sonst hau ich wieder mit der Steinspitzhacke zu. Ist aber auch bald kaputt, das war's dann quasi. Ich klau mir hier jetzt mal das Steinchen. Irgendwann muss ich das ja auch machen. Weiß nicht, wie man die beschwört. Entweder mit den Steinchen oder mit. Kann keine menschlichen Opfer machen, oder? Nein, ich kann ja keine Leichen tragen. Wahrscheinlich mit den Blutsplitter-Gedönseln. Ich muss doch da drüben. Bin schon wieder vom Weg abgekommen. Schlafen auf der Arbeit. Ich lasse PC-Tastaturgeräusche einfach abspielen. Das fällt ja mal. Und wer macht die Aufgaben? Alle Sachen sagen, ich kann nichts machen. Das wird auch von anderer Stelle aus blockiert. Es tut mir wirklich leid. Deshalb kann ich nicht arbeiten. E-Mail-Weiterleitung reinhauen. Passt doch. Easy. Okay. Dann ist das natürlich kein Problem. Ja, das meine ich auch, ne? Das habe ich auch schon gesagt bei dem Game mit dem, dass du halt siehst, was blockiert, ne? Dass du das, ob das jetzt wirklich was Terrainartiges ist, was du nicht ändern kannst, oder ob das das ist, weil zu viel Sachen da rumliegen, weil es kann teilweise was rumliegen, das ist kein Problem. Ich weiß halt bloß nicht, scheinbar darf nicht so viel rumliegen. Aber mehr weißt du, aber das wäre halt so schön. Oder siehst du, muss ich jetzt alle Bäume fällen oder reicht auch nur einer? Das wäre halt gut zu wissen. Ich finde es halt sehr schade, wenn du die Bäume fällst, weil ich kann nur die einen Zierbäume hier pflanzen. Und vielleicht will ich das ja ein bisschen gemischt haben. Trauerweide ist trotzdem sehr nah am Wasser. Und auch unser Kuhle. Da hinten ist schon Wasser. Sehe ich, wenn da nichts ist. Ja, fängt auch schon an. Ja. Laufe ich am Wasser lang? In Richtung. Hier dann? Das Portal kann doch überall sein. Es wäre cool, wenn man noch irgendwie so Speer oder sowas hätte. Und dann wird dir markiert, wo Stein. Nein. Naja, nee, wohl wäre vielleicht ein bisschen viel. Wäre aber praktisch für die Blutsplitter, ne? Eigentlich, wenn das markiert wird. Diese Natur-ASMRs, die kenne ich. Ist auch das Einzige, mit dem ich klarkomme. Mit diesem anderen Zeug nicht. So, es gibt Waldgeräusche, Wassergeräusche, Regen, es gibt alles Mögliche. Also es gibt alles Mögliche. Meine Mutter hatte früher sowas immer an, glaube ich. Es ging, waren immer Regengeräusche und Waldgeräusche. Brennholz noch dabei. Wollte hier noch ein bisschen Stroh. Deshalb bin ich doch hierher gekommen. Hab genug Schilf gesammelt. Das Ding hier noch weg. Naja, komm, die sind ja hier nicht schlimm. Oder habe ich sogar nur einen Schlag gebraucht? Wird. Ja. Ich nehme mal ein paar Pflanzenfasern mit und dann mache ich mir die kleine Spitzhacke unterwegs. Ich habe keine große mitgenommen. Ich würde jetzt doch da noch ein paar Blutsplitter natürlich einsammeln. Steinchen. Wären auch von hilfreich. Explosions-ASMR von Tomb Raider. Was in jenen Games ist es teilweise so laut. Oder manchmal auch diese Cutscenes, wo ich mir denke. Kurz mal Actionfilm angemacht.
Was mit Steinchen? Mach ich mir mal kurz die Anfangsspitzhacke. Ah, da lag noch ein Stock rum, gerade eben von dem einen Viech. Ja. Gute Brennholz. Eine Billo-Spitzhacke. Wieso? Achso, weil die Spitzhacke jetzt auf dem Spot ist. Natur-SMR ist besser die bessere Bezeichnung als Beruhigungs-CD. Es gibt noch andere Sachen als Beruhigungsdinges, aber weil du das geschrieben hast mit den Wassergeräuschen, dachte ich, du meinst das bestimmt. Es gibt ja noch so, wo die mit reden. So abschalten kannst. Das gibt's ja auch noch. So eine anderen Sachen da. Da kannst du Mantra-Sachen und was auch immer. Ganz viel gibt's. Das würde jetzt auch für mich in Beruhigungs-CD reinfallen. Aber meine Mutter hatte wirklich früher so eine CDs. Deshalb. Nilski! Danke fürs verschenkte Abo. Ich habe jetzt leider keine Beruhigungsmusik zum Anmachen. Es tut mir sehr leid. Du hörst hier nur ab und zu Vogelgezwitscher und ein bisschen die, naja, den Strand. Ein bisschen. Das Ende im Gelände. Ich würde vielleicht probieren, hier so runterzulaufen, dass ich den Teil ein bisschen aufgedeckt habe. Mein Stachelknüppel ist auch fast kaputt. Also ich probiere mal ein bisschen fixer hier lang zu laufen, um nicht so viel zu kämpfen. Ist hier was? Nee, okay. Kann ich das mitnehmen? Die Invasion ist bald. Ich will wissen, woher die dann kommen. Solange keiner ins Ohr schmatzt. Naja, es ging hier um die Naturgeräusche. Ich glaube, Ohrschmatz-Dings gibt es, glaube ich, bestimmt nicht auf CD. Musst du YouTube anmachen. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sich das verkaufen würde. Man muss sich auch überlegen, was ich auf. Oder früher. Ich glaube, so ein Angriff mehr CD. Also so unbedingt der CDs oder so. Zumindest nicht. Aus dieser Kategorie, wenn man so ASMR-Sachen haben möchte, dann bezweifle ich, dass man CDs kauft. Ja. Katzenfreunde? Naja, oder man guckt, wenn man schlechte Laune hat, eigentlich lustige Katzenvideos. Die Fraktion wäre ich. Zu der Fraktion gehöre ich auf jeden Fall. Schlechte Laune, Katzenvideos. Heitert immer auf. So, man hat natürlich selber eine Katze, das ist schon was anderes. Ich sehe schon, ich sammle die ganzen Blutsplitter gerade so querfeldein ein. Und darf dann später die restlichen suchen, die dann hier vielleicht noch irgendwo übrig sind. Weil die einzeln irgendwo rumstehen. Naja, bin gespannt. Also die Invasion werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Außer ich finde mal heraus, woher die dann kommen. Ich glaube, es ist jetzt auch der letzte Stein, den ich jetzt erschlage. Und dann ist mein Inventar auch voll. Dann würde ich quasi nach Hause rennen. Die Spitzhacke ist auch, ne? Weil schon wieder Schrott. Ist ja auch die leichte. Was? Okay, jetzt ist mein Inventar schon voll. Brauche ich nicht. Okay.
Und ab nach Hause. Ja, aber ich bin schon mal in die richtige Richtung so ein bisschen gelatscht. Einmal die Map ab. Map. Die Map absuchen. Nach dem Portal. Das ist hier eine Aufgabe. Also ich hoffe, ich sehe das auch. Das muss leuchten. Sonst sehe ich das nicht. Das muss leuchten. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal geradeaus nach Hause. Ich muss es sehen. Es muss schimmern, glitzern, strahlen, Feuerwerk am besten. Dann nehme ich das vielleicht auch mal wahr. Ich habe schon wieder ein paar Wölfchens. Schön. Ah, der wird ja gerade umdrehen. Sehr gut. War keine Zeit für sowas. Aber ich komme gleich nochmal an irgendwelchen Wölfen vorbei, oder? Nee, hier ist schon ein Marker. Na, doch, da ist irgendwas. Was ist da denn? War doch gerade was Rotes. Ach, das ist tot. Deshalb muss ich die toten Sachen irgendwann auch noch wegmachen. Weil es so schön ist, kommen hier jetzt noch ein paar. Ich kann nicht mehr sagen, ich hätte nicht genügend, ne? Muss nicht. Aber ich brauche jetzt trotzdem Haus. Und fälle ich jetzt erstmal in der Nacht. Habe erstmal das Strohgedönsel geholt. Wenn ich das Ahnenhaus hier reinbauen möchte, dann auf jeden Fall das hier einmal zerkleinern. Läuft. Ach, die Birke kann ich ja noch nicht. Chitty. Dann kann das aber nicht so tief reingesetzt werden, das Haus. Ich würde hier die Tanne noch wegmachen. Wir peilen 22:30 an. Nicht 22 Uhr. Ich habe hier noch ein Problem zu lösen. Das mit dem Haus. Und das mit dem Lager, weil ich will, dass meine Blutsplitter bitte eingelagert werden. Die lasse ich hier nicht rumliegen. Ich habe Angst, dass sie wegkommen. Hier reinsetzen ist ein Haus. Nachts im Dunkeln kriege ich hin. Und jetzt muss ich nur die Birke da hinten beachten. Aber es sieht schon wieder so aus, als ob hier irgendwas nicht gehen würde. Mal kurz hier neben wegschmeißen. Warum macht die. Habe ich irgendwelche Leute, die obdachlos sind? Nö. Der macht da nur einfach ganz gerne Pause, scheinbar. Ich dachte. Ich habe mich doch darum gekümmert. Vorhin. Na, nee, bis zwei mache ich nicht. Schaffe ich nicht. Also doch, würde ich schon, aber das wird dann ein bisschen knapp mit, dass ich es pünktlich zur Uni schaffe. Weil arbeiten muss ich erst spät morgen. Deshalb morgen kein spontaner Stream. Außer sehr spät, aber dann passt es wieder mit dem nächsten Tag nicht. Jetzt ist es ein bisschen heller. Wie ich das da jetzt reingepackt, das Haus? Das eine Mal hat es ja urplötzlich auch funktioniert. Und die Birke ist erst recht da hinten erst. Theoretisch habe ich genug Platz nach rechts und links. Zu den einen Tannen.
Meinetwegen die kleine Tanne noch, aber die große bleibt hier stehen. Ja. Tag 37. Muss ich hier gleich nachher, irgendwann, wenn ich soweit bin, einen Zierbaum hinstellen. Aber ich habe eher Angst vor dieser Invasion. Deshalb wird das jetzt das erste Mal sich darum gekümmert. Als ob da jetzt kein Haus reinpasst. Geht doch. Das hat wirklich nichts hin. Macht. Da. Aber hier hat gerade ist gepasst. Mal. Ich fände es halt schön, wenn man nebenbei auf die Map gucken könnte. Kann man so ein bisschen. Ah, aber jetzt hat es hier ganz nah angepasst. So, entweder. So, oder? Ich würde es ja gerne ein bisschen anschrägen noch. Das geht schon wieder nicht mehr. Doch, da. Weil da kann ein Wachturm dann hin. Das Problem ist, an der Seite kommen ja dann die anderen Häuser noch hin. Dann mache ich das vielleicht doch ein bisschen gerade. Dann kann hier später ein Wachturm vielleicht hin und da außen lang der Zaun. Ich sterbe. Durst! Haus ist gesetzt. Und hier sind die Bäumchen noch da. Und dann kommt hier später das nächste Haus an der Seite lang hin, wenn ich dann die Birken irgendwann demnächst mal wegmachen kann. Dann kann ich ja jemand rufen und trotzdem die einen rüberpacken. Die jetzt in dem Ding sind und das Lagerteil dahin bauen. Das ist krass, ne? Ich habe mich mit so vielen anderen Sachen gerade beschäftigt. Und mich nicht darum gekümmert. Na, wen gönne ich mir denn? Wie sich das an? Eine Ingrid habe ich schon, das geht nicht. Eine Hanna habe ich, glaube ich, noch nicht. Standhaft entschlossen. Lustiger Riese. Wächter des Sonnenaufgangs. Hier. Standhaft entschlossen. Ich weiß noch nicht, was ich so brauche an Leute. Mache ich dann später hier ein bisschen spontaner. Ich muss mich wahrscheinlich auch gleich wieder ums Essen kümmern, ne? Dann mache ich das nebenbei, während ich die Hütten da hinten abreiße. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich doch gern parallel wieder. Dann kann ich nämlich auf der Seite schon mal die Unterschlupfgedönsel abreißen. Ich bin mir aber auch nicht. Na, ich kann noch nicht alle Unterschlupfsachen abreißen. Dafür reicht es nicht, wenn ich nur 15 Leute da reinbekomme. Ich habe jetzt noch jemanden gerufen. Und ich habe jetzt schon 16. Schaue ich mir mal an. Wenigstens mal genug Fleisch, dass ich das braten kann. Ist doch ganz entspannt hier. Aktion, gleich passiert wahrscheinlich irgendwas. Wäre gleich angegriffen von einem Bär. Zwei. Man muss doch Spaß machen. Man muss doch Freude daran haben. Wenn ich jetzt eine Hütte abreiße. Mal hier außen an. Direkt zuweisen.
Sehr, wer obdachlos ist. Hier. Helga. Weil wir noch reinpassen. Und dann müssen sie sich halt hier mal wieder beeilen, wenn der eine antanzt. Der hat es da vom Grill gegessen. Ich habe das ganz genau gesehen und gehört. Lass ich gar nicht rausreden. Ah. Reißen. Hui. Falsche Richtung. Da lang. Vielleicht kriege ich da schon ein Teil hin, hingebaut. Schon. Wie groß ist denn dieses Lagergedönsel? Okay, zwei Anbauten gibt es. Würde ich dann wahrscheinlich so hier reinbauen. Ja, das könnte. Haben schon wieder drei gefehlt. Die nehmen das lieber, die wollen das ganz frisch vom Grill hier haben. Ich müsste das noch abreißen, aber ich müsste halt auch den Grill, glaube ich, schon abreißen. Und ich fände es eigentlich cool, wenn das. Ich muss der Baum auch weg. Dann ist das ein bisschen schräger hier drin. Ja. Baum kommt auch noch weg, der eine. Die haben ja dann auch. Ich reiß die Unterkunft ab. Dann sollten die sich gleich nicht beklagen wegen irgendwelchen Sachen, die fehlen, weil einen Teil der Materialien bekommen sie ja von den Unterkünften, die ich gerade abreiße. Nur schon mal so vorsorglich gesagt. Und diese Tanne soll weg. Dann bleibt der eine erstmal Bauarbeiter. Den Wachturm muss ich halt auch gucken, wie ich den dahin platziere. Oh, da sollte vielleicht auch noch welche hin. Hier habe ich auch noch nicht. Und die Hecken müsste ich auch weiten. Das ist ein unendliches Ding hier, ne? Wie soll man das denn alleine schaffen, wenn das hier alles Schlag auf Schlag geht? Ich hätte gerne noch eine dritte Kaserne eigentlich. Die Schmiedsachen, das sehe ich schon nicht mehr. Überhaupt in näherer Zukunft. Habe ich schon Braunkohlebriketts? Nee. Sollte vielleicht auch gleich was essen. So, dann wäre hier ein bisschen Platz. Fleisch geholt. Ich krieg das Lagerhaus hier noch hin platziert. Stimmt. So, was muss weg? Ich kann es nicht abreißen, während da jemand drin ist, ja? Wirklich jetzt? Das ist ja nett gegenüber der, den NPCs. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich bin schon so nett. Ja, ich bin schon.
gerade warten muss. Hast ein bisschen zu lange gewartet? Muss warten, dass Boss aufsteht. Zwischenzeit wird hier endlich viel gegrillt. Den Grill ja eigentlich auch. Nein, ich will nicht schlafen. So wirklich nicht, ne? Hält dich, sonst kommt gleich der Jäger und nimmt dir das weg. Nett von mir, dass ich es freiwillig nicht abreiße. Tja, sonst kannst du oft trotzdem Sachen quasi zerstören und dann laufen sie halt rum und sind unzufrieden. Hier nicht. Ich spiele sonst Games hier scheinbar nicht sonderlich nett gegenüber NPCs sind. Ich bin nicht nett gegenüber denen. Es kann natürlich auch sein. Ja, komm, im Winter war ich vollkommen zuvorkommend, weil die vor mir Sachen bekommen haben und Klamotten. Will ich ja nur mal anmerken. Ja, aufgestanden. Ja, ich glaube, sah gerade so aus. Nein, 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 nein. Aufstehen, sonst gibt es Stress. Das ist schwierig, wenn man Sachen einsammeln muss in der Nähe von der Hütte. Das Lager war schon wieder leer. Wie kann das sein? Abgerissen Unterschlupf. Du darfst hier keine Zeit verlieren. Ich muss aber Bosse zu sortieren. Der neue muss sich dann halt beeilen mit dem Hausbau. Ja, noch nicht mal planiert. Hanna. Hallo, Hanna. Hanna ist stark. Könnte dann eigentlich in die andere Kaserne, ne? Die nun noch nicht existiert, aber bestimmt demnächst irgendwann mal. Ach, ich will kein Häuschen bauen, weil ich. Ich wollte das Lager hier hin platzieren und gucken, ob es passt jetzt. Ja. Da hinten geht es halt nicht wegen dem Brunnen, den würde ich aber schon ganz gerne behalten. Ah, so wird es gehen. Also der Grill kommt ja theoretisch noch weg, aber wenn ich es nach da schiebe. Jetzt auch, wenn der Grill weg ist, weil dann kann hier nämlich der Wachturm in die Ecke. Grill? Drei Fleisch wurden aber schon runtergenommen, bevor es Braunkohlebriketts wurden. Ganz kurz, wie bewegt man den Regler, um die Arbeitszeit zu verstellen? Das bewegst du nicht, den Regler. Das klickst du. Du klickst hier oben zum Beispiel auf Schlaf und markierst dann die 15 Uhr mit Schlaf. Oder Arbeit oder Freizeit. Also das kann man nicht bewegen. Du klickst das Oldschool hier oben an und klickst dann ins Feld, was du brauchst. Also Regler ist nicht, damit du, glaube ich, flexibel sein kannst mit dem Freizeit, mit dem Arbeit, mit dem Schlafen. Du könntest ja welche öfter, also quasi verschieden schlafen schicken. So dass sie zweimal schlafen quasi, zwischendurch ein Powernap oder so machen. Ganz normal mit Linksklick. Bei mir eigentlich. Aber hast du dann vorher
Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch ein Bug. Also das ist da oben halt automatisch angeklickt, ne? Also. Dann weiß ich nicht. Ich klicke das Ganze mal mit Linksklick an. Dann ist da ein orangener Kasten bei dir drum, weil dann ist es ja theoretisch schon ausgewählt. So ein leicht orangener Kasten drum. Vielleicht hast du aber auch einen Bug. Den hatte ich dann noch nicht. Ist in Early Access. Das wäre natürlich richtig kacke, wenn das nicht geht. Also das ist. Ich kenne nur die Möglichkeit, wie man es machen kann. Ich wüsste jetzt auch nicht eine Alternative oder ein Workaround, wie das gehen sollte gerade. Aber ich hatte die Problematik noch nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen mies dann. Muss ich ja. Wachturm. Und dann wollte ich nochmal gucken, wie ich das hin platzieren muss mit dem anderen Gedönsel. Wo war denn der Wachturm nochmal? Hier. Oh, ich kann das daran platzieren. Also wenn es gehen würde. Da so. Das würde es decken mit der Hecke. Aber es kann da nicht hin, warum auch immer liegen. Vielleicht liegen hier schon wieder zu viele Sachen rum. Ich habe die Vermutung wirklich, wenn zu viel rumliegt. Weil das wäre die Begründung, warum das eine Haus nicht funktioniert hatte. Eventuell. Ich könnte es ja nicht ran stecken. Was würde da? Irgendwie auf uns. Ich hätte es aber gern lieber so ein bisschen schräg, ne? Aber man müsste gleich auch die kurze Hecke bauen, davon abgesehen, damit es auf zwei Seiten einhakt. Also steckt. Gerade nochmal getestet, bei anderen klappt es, nur bei ihm nicht. Es kann sein, wenn es mit Zufriedenheit zusammenhängt, dass er vielleicht gar keinen Bock mehr hat zu arbeiten oder sowas und wirklich schlafen will oder Freizeit hat. Das kann gut möglich sein. So, das hatte ich noch nicht gehabt. So unzufrieden waren die Leute nun, wundert mich auch, ne? Noch nicht. Also, wäre auf jeden Fall möglich, ne, dass sie dann gar nicht mehr arbeiten, wenn die da irgendwie so richtig angepisst sind von der Situation. Ich will die Bäume da stehen lassen, ne? Jetzt geht das hier aber auch gar nicht mehr hin. Gerade eben habe ich das doch hier noch ein bisschen hinplatziert bekommen. Ich kann es halt nicht nah daran bauen, weil ich auch nicht eigenes Deck bekomme. Was ist, wenn ich die Hecke nochmal abreiße und da eine kurze Hecke hinpacke? Würde das dann gehen? Das interessiert mich jetzt einfach. Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann sie nicht abreißen, ich kann sie abreißen. Die Hecke, die sich nicht entscheiden möchte, ob sie Englisch oder Deutsch angesprochen werden möchte. Auch wieder so gut. Bin dafür, dass nochmal hier ein Blutmond jetzt ist und nochmal was vorbeikommt, während ich hier mich mit diesen anderen Sachen beschäftige. Weil das gerade gut passen würde. Ja, genau, und jetzt liegt halt hier was rum. Manche Sachen sind, glaube ich, empfindlicher beim Platzieren und andere Sachen nicht so. Ne, die kurze Hecke. Da war gerade der Baumstamm im Weg. Ich kann es, wartet, nein, ich kann es so rum nicht platzieren, aber ich platziere doch alles nach außen gerichtet. Ja, gerade eben hat es aber. Ist auch so, so passt es, aber. Ja, okay, dann lasse ich die hier ein bisschen Freiraum.
Es war noch markiert. Passt jetzt der Wachturm daran? Also ich hoffe, dass. Also außer es muss vorher fertig gebaut werden, wie das Tor. Nee, entweder A oder B. Schade. Aber das ist doch. Die kurze Hecke ist doch genauso lang. Ja, du kannst nur A oder B ran machen. Und Stamm. Ich gucke mir das mal kurz an. Vielleicht muss es fertig gebaut sein. Aber es würde mich jetzt wundern, wieso sollte es nur auf einer Seite einstecken? Das wäre ja richtig. Bullshit. Okay, stackt halt wirklich nur auf einer Seite. Also die kurze Hecke hätte geklappt von der Länge her. Dann halt nicht, Game. Dann halt nicht. Umsonst abgerissen. Naja. Den Turm. Ich dann aber. Platz braucht er dann zum Reinlaufen. Jetzt muss es jetzt dann auch 10 Kilometer davon entfernt sein. Ich glaube, es bekommt halt ein Problem, wenn es da zu nah dran ist. Aber du hast das 1-Stack-Symbol. Das wird schon wieder nicht mehr. Das ist hier halt ein bisschen. Obwohl es sind Dreier. Also zumindest was sie ebnen müssen, sind das jetzt drei. Naja, okay, egal. Das passt. Dann ist da auch noch der Brunnen. Da geht der Zaun zu. Ich habe nebenbei auf die anderen Sachen nicht geachtet. Wie sieht die Hütte aus? Ist der. Nee, steht noch nicht. Beeilt euch mal. Wir haben hier keine Zeit. Es ist schon spät. So, Lagerhaus nach da. Das kommt dann weg. Muss nur auf den Brunnen achten. Den möchte ich gerne da behalten. 38. Ich suche wie immer hier die Sachen. Lagerhalle. Okay. Ist jetzt natürlich der Turm. Und hier ist es die Hütte mit. Die Hütte muss noch weg. Baut das Haus fertig. Als ob hier keine Seile rumliegen würden. Das braucht ihr mir jetzt hier nicht so erzählen. Ich habe hier Sachen abgerissen. Ich habe etwas anderes benutzt. Ich nehme schon mal die Baumrinde, weil wir gleich ganz viel Baumrinde brauchen. Ja, das gebrauchte Fleisch wollte ich nicht nehmen. Haben wir da drüben ein bisschen was? Nehmen wir auf jeden Fall Fasern. Einiges an Fasern. Sie haben halt echt keine Seile gerade. Ist ja gar kein Problem. Ich bin doch da und mach die für euch. Ja, hier 50 Aufgaben und Baustellen parallel. Also auch, ne, weil ich das Kochen da noch machen muss eigentlich.
Wir sollen das hier mal bitte fertig bauen. Ich will das Lagerhaus platzieren. So, jetzt fehlen nur noch Stöckchen. Wenn ihr mir sagt, ihr findet hier keine Stöckchen. Halt wirklich nicht. Wo sind denn die ganzen Stöckchen hin? Ja, gut, ne? Das läuft. Ich weiß noch nicht, was ich dann da rein platziere. Jetzt ist hier so ein großes Loch im Weg. Also Loch im Weg. Ein Loch. Sieht komisch aus. Liegen hier große Steine. Haben wir hier was? Nö. Nö, 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 nö. Die Baumrinde behalte ich. Ist fürs Haus. Muss ich jetzt echt was fällen? Ihr macht mich fertig. Na dann. Der Baum kann hier noch weg. Der ist neu, oder? Der ist auch klein. Ich finde die Leichen vor der Tür sind eine super Abschreckung. Kein Platz, weil ich jetzt das andere Zeug mit mir rumschleppe. Dann laufe ich jetzt ein paar Mal hin und her. Schritte sammeln und so. Ich habe Angst, die Rinde hier irgendwo gerade hinzulegen, weil dann, wenn ich sie brauche, haben sie die in dem Moment für was anderes benutzt. Ich die wieder nicht. Muss mal ganz kurz die Problematik mit dem Dings hier erledigen. Komm, 6 Stöckchen. Hier gibt es nicht mal mehr lange Stöcke oder so, sonst liegt hier immer noch so viel anderes Zeug rum. Was ist denn hier los? Ist das voll? Nichts zu lagern. Ja, würde ich mal sagen. Ja, den Tag, den mache ich jetzt noch, diesen Sommertag. Wir haben schon Sommer. Das ist, ich bin gestresst. Wir haben schon Sommer. Heilige. Oh, jetzt hat er. Jetzt umsonst noch ein Stöckchen geholt. Ah ne, die Stöckchen brauchen wir noch für die Tür. Spotter. Den Sommertag habe ich noch gar nicht mitbekommen. Sommer war jetzt. Das sind aber jetzt erst aufgeploppt. So, ich habe schon 15 Rinde reingepackt. Ich vertraue euch, dass ihr den Rest auch ohne mich hinkriegt. So, in der nächsten Zeit vielleicht. Ach ja, hier muss auch Rinder rein. Ich fände es auch ganz cool, wenn man Prioritäten zuweisen könnte von den Gebäuden. Das hätte auch noch was. Zerlegt da draußen aber gleich einen Baum. Während nebenbei was auf dem Grill brutzelt. Hab beschlossen. Also eigentlich nur, weil ich möchte die Hütte da abreißen, die da ist. Die soll weg. Der Unterschlupf, weil ich möchte den ins Haus bekommen. Deshalb soll das Haus fertig sein. Außerdem hat die eine noch keinen Schlafplatz. Und sie? Ich will das Lager dahin packen. Ich will mein Lager haben, dass ich schon mal die Dingshäuschen da wegpacken kann. Dingshäuschen, die Steine, meine Putzsplitter. Ich kann jetzt nichts trinken. Muss da kurz mit klarkommen, dass wir uns um wichtigere Dinge kümmern als Stay Hydrated und so. Gerade hinten an. Ich sollte vielleicht die Stöckchen auch noch mitnehmen. Die brauche ich gleich für die Tür noch. Bevor mir die jemand anders abluchst. Ja. Ich gehe ja schon zum Brunnen. Ich eile.
Sommer schlimm, ne? 9 Grad. Da ist man halt doll am Schwitzen. Ach, die Erz kaputt. Hier. Ein Brennholz mitnehmen. Das brauche ich dann später irgendwann. Mir gerade jemand die Rinde weggenommen? Nee, da. Bring die schon mal weg. Dann habe ich Platz. Die Stöckchen brauche ich halt für die Tür, ne? Der Weg ist einen neuen Sammelmarker. Nö. Ich habe keine Zeit dafür. Lauf bitte erstmal jemand anderem hinterher. Da würde ich mich sehr, sehr dolle freuen. So, wie viele Rinder fehlt noch? 5. Ach, Axt. Auch eine Axt. Rinder. Rinde, Stöckchen, Stöckchen, noch mehr Rinde. Glaube, wenn man so das mit den Baustellen hat, teilen die das halt irgendwie immer recht auf. Ich nenne es jetzt mal so. Kommt es mir zumindest vor. Die legendäre Axt der Zerbrechlichkeit. Das geht ja alles so schnell Schrott. Ich wäre hier ja schon ein Stückchen weiter. Hätte ich meine einen Fähigkeitspunkte nicht verloren. Mal. So. Nur noch einen langen Stock, den habe ich da hinten gesehen. Oder halt aus dem Lager, mir egal. Na, jemand ist jetzt schneller, aber ich bezweifle es. Da war echt jemand schneller. Ich muss mehr, ne? Ich darf das nicht so schlecht reden hier, meine Leutchens. Dann, so. Hanna, du bist ja neu. Was kannst du eigentlich, Hanna? Hanna! Nein, ich brauche Hanna, nicht euch beide. Aber vielleicht ändere ich davon mal jemanden. Diese Wölfe, dass ich traue meinen Leuten zu, dass es schaffen. Ach hier, die Bogenschützin soll eigentlich auf den Wachturm, das ist ja noch nicht fertig. Und sie ist eigentlich. Sie bleibt beim Dings. Hecke wird angegriffen. Was machen denn meine Leutchens hier? Sind die gerade nicht in der Nähe? Nee, sind scheinbar nicht da. Doch, sind da. Boah. Weil sie ist weggegangen. Ach, sie kommt mit der Hecke nicht klar. Okay. Nee, sie kann mit der Hecke kurz nicht klar. Ich würde direkt mal das Fleisch hier nehmen. Das Haus ist ja gebaut. Ich reiß gleich die andere Hütte noch ab. Aber nebenbei probiere ich das eine Zeug noch zu grillen, was ich jetzt hier einsammle. Ach, da kommt der Jäger auch noch. Komm. Nimm das halt. Dann mache ich hier weiter, wenn du mir alles wegnehmen willst. Kannst du auf den Grill packen. Ich nehme das gleich jeder. Ach, und nur einmal das Messer da reinstupseln. Nämlich verkeiern. Was hat das jetzt gebracht, einmal das Fleischstück aufzuspießen? Na, wie ist das, wenn man das wegnimmt? Ich bin schon arschig. Ich bin nur so zu denen, wie die auch zu mir sind. Grillen. Während ich jetzt nochmal probiere, das Lagerhaus dahin zu platzieren. Und die Hütte abreißen.
Person, die da drinne ist. Schnell umlagern und Hannah noch suchen. Weiß gar nicht, was Hannah kann. Die ist gerade noch Bauarbeiter. Und die habe ich auch noch nicht in eine Schicht gepackt. Mächtige Kraft. Standhaft entschlossen. Also sie könnte dann in der Kaserne, ne? Sobald ich die nächste noch platziert habe. Bleibt sie erstmal so als Bauarbeiter da. Eieiei. Ja, noch 10 Minuten. Ich habe gesagt, bis der Tag um ist. Es ist schon 18 Uhr bei dem Tag. Und ich wollte das Lagerhaus noch platzieren. Ihr seid ja echt schlimm. Kann hier niemand den Stecker ziehen. Oh, ich würde es auch so hinbekommen. Aber ich wollte es ja da eh woanders hinpacken. Aber es hat gerade funktioniert, dass es so gepasst hat. Sogar, ja, so. Ich will auch nicht, dass es da so eng ist. Ich bring mal die Sachen rüber in so eine Hütte. Das Lebensmittellager von der Hütte. Ich habe da die Betten noch gar nicht umgebaut, ne? Ah, musste ich ja jetzt noch nicht machen. Muss hier auch rein. Danke. Hier. Das eine Fleisch, das wird hier aber schlecht, oder wie? Oder war das schlecht, weil die es haben rumliegen lassen? Wahrscheinlich, weil sie es rumliegen lassen haben. Nein, ich mache das hier noch schnell fertig. Wird's gar nicht aus. So. Das ganze Ding abbauen. Also da zumindest den Anbau abreißen. Den Grill. Weil ich glaube, das war das, was hier gerade ein bisschen gestört hatte. Ah, der Feuerschutz auch. Und das Problem ist, passen ja nicht alle ins Haus, ne? Das heißt, ein paar bleiben hier ja leider eh. Warte mal, ich probiere, ob ich es hin platzieren kann, dass das Lagerfeuer da noch ist. Der Grill ist nicht mehr da, ist kein Problem. Mache ich halt Fleischsuppe. Die haben ja was zu essen. Ich will nicht wissen, wie der nächste Winter wird. War das? Mit den Kisten, ne? Und ich klicke da 50 Millionen Mal dran vorbei. So, dann ist da noch ein bisschen. Ah, nee, nach. Ah. Der halt. Zu weit. So. Ein Stückchen nach da. Ein Gefühl. Ich nicht. Ich probiere es trotzdem. Jetzt. Ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, noch, nein. Zurück. Ich will auch nicht, dass es hier, da kann man hier noch lang. Das wird uns wieder so gequetscht. Hoffe, der kommt da noch rein. Ja, Grill ist nicht mehr. Aber sie hätten es noch warm im Winter. Dann baut mal. Das passt auch. Ich muss bis warten, bis der Tag vorbei ist. Ich möchte, dass es einmal automatisch speichert. Weil, und dann speichere ich nochmal, weil letztes Mal hat das Speichern nicht funktioniert. Ich bin da jetzt ein kleines bisschen paranoid. Was ist nochmal passiert? Deshalb möchte ich gerne, dass es auch einmal automatisch speichert. Deshalb meinte ich, den Tag mache ich noch. Aber das Lagerdings steht und wenn wir das vielleicht sogar fertig machen,
Kann ich denn einen Korb da noch reinpacken oder Regal oder ich weiß nicht, was es gleich sein wird. Ich muss das ja immer anmachen, damit ich was sehe. So. Ich würde den jetzt sogar das Feuer erst, dass ich Brennholz spare. Ja klar, die Laune ist dann weg, weil sie sich nicht ganz so behaglich vielleicht fühlen. Dann haben die es im Winter. Hier ist ein bisschen Platz. Die eine Frau kann ich auch auf den Wachturm, glaube ich, schon packen. Das sollte jetzt wieder gehen. Wohnen. Möbel, meine ich. Ich brauche wie immer das Lebensmittellager. Ich finde es ganz praktisch, das ist sinnvoll, dass ich genug nochmal zusätzlich einlagern kann. Und die bunkern sich, was auch immer, ne? Da ich kann nichts dagegen tun, die bunkern sich alles. Das wäre auch noch cool, wenn da was kommt, was sie benutzen dürfen und was nicht. Wie in anderen Games. Mal wieder ein bisschen hier. Da muss ich die Betten hier versetzen. Würde es ja. Das mache ich aber am nächsten Tag, die Betten. Weil dann ist ja wieder jemand obdachlos. Das mache ich nicht jetzt, das mache ich. Ich kümmere mich dann lieber mal kurz ums Lagerhaus. Bin hin. Ach, die Sachen. Großer Stein, kleine Steine, Seile. Jetzt habe ich habe das gerade eben da drüben alles reingepackt schon, ne? Oh je. Wir waren doch gerade eben noch. Brennholz? Stock, Stock. Verdorbene Lebensmittel. Deshalb mag ich das nicht, ne? Die lassen Sachen rumliegen. Kein Wunder, dass ich auch keinen Koch habe, weil der lässt richtig viel ver. Der. So, das Tor auch zu? Nee. Ach doch, okay. Schlimm. So kann ich nicht arbeiten. Das geht so nicht. Nee, nee, nee. Kümmere ich mich im Dunkeln ums Lagerhaus. Gemein wäre es, wenn die Entwickler Nörgeleien hinzufügen. Warum darf ich das jetzt nicht benutzen haben? Stell dir mal vor, die reden dann die ganze Zeit. Dann würde ich die Stimme ausschalten. Wenn dir das so richtig schlimm wäre. Sie sind ja schon ein bisschen anders, weil sie haben ja schon mal ein Zufriedenheitsding. Das Auf und Dada noch so richtig schlecht Genörgel rein. Das hätte was. Ich nicht eigentlich zwei Bauarbeiter? Das muss man hier selbst machen. Schande ist das, eine Schande. Ich nehme die eine gleich noch vom Sammelmarker, weil die war ja für den Wachturm da. Aber ich weiß nicht, ob die. Dann kriegt sie eine Nachtschicht. Die wird auf jeden Fall. Weil Wachturm hätte ich ganz gerne, glaube ich, nachts. Oder Spätschicht halt wenigstens. Ich kann ja nur zwei. Nee, eine Person, glaube ich, nur zuweisen, ne? Nur stark an. Sonst würde ich es auch so machen, dass die eine, na, das. Früh- und Spätschicht oder so. Ist nicht so überlappt. Ach, schön, ne? Ich glaube, ich könnte noch 2 Tage hier machen im Sommer. Das ist bestimmt gut. Ich habe zwar auch noch einen Vorschlag, ne? Dass ich das heute noch mache. Brauche noch Stöckchen und Steine. Kaserne. So, 8.
Details muss man sich ja. Die eine hat mir gerade geholfen. Das ist Phase 1, oder? Nee. Okay. Kann ich jetzt machen? Lagerhallendach. Lagererweiterung. Ich hätte gern Dach. Und hier packe ich jetzt die anderen Sachen noch rein. War das? Ein Sturm kommt. Thor schwingt seinen Hammer. Finde Schutz. Weiß nicht. Warte, ach hier. Scrollen. Schieben, meine ich. Rohkostsilo, Wassertonne, Fleischgedönsel. Lager für gekochte Lebensmittel. Das brauche ich. Muss im Lager platziert werden. Ja. Würde ich ja. Muss ich erst das Modul wieder fertig machen, bevor ich das hier reinpacken kann? Warte, muss ich das hier machen? Erlaubte Dorfbewohner. Alle Dorfbewohner können das Gebäude verwenden. Dorfbewohner, die das Gebäude verwenden können. Dorfbewohner, die das Gebäude nicht verwenden können. Ach, okay, kann ich einstellen. Alle Dorfbewohner dürfen Gegenstände aus diesem Lager nehmen. Wenn ich dann hier die gekochten Lebensmittel einmache, die sie nicht nehmen dürfen. Aufgaben. Okay. Aber ich will ja... Ich will die... Ich konnte es gerade nicht reinstellen. Bauen, bauen. Okay, vielleicht... Weil ich jetzt... Jetzt stehe ich besser drin. Okay, ich stand gerade... Man muss drinnen stehen und dann auswählen. Sei doch nicht so empfindlich. Tag überlebt. Ja, gut. Seht ihr, das ist doch alles gar kein Problem. Kann ich aber hier... So. Und dann haben sie was zu tun. Okay, Tag überlebt. Ich muss beim nächsten Mal aber kochen und noch eine Köchin einstellen. Dann bin ich soweit durch. Der Tag ist, es hat automatisch gespeichert. Die eine von der Sammlerhütte muss einmal kurz hier rüber. Nicht Mathilda, die andere. Mathilda heilt uns immer, wenn wir Halsschmerzen haben. Hä? Sigrid. Zuweisen. Bestätigen. Und Sigrid, was hast du denn für eine Schicht? Sonnenanbeter. Das tut mir sehr leid. Lehm ist kacke. Rixi, ja, die Nachtschicht. Okay. Bin durch. Lager. Ich hab's Lager gebaut. Ist noch lange nicht fertig. Dann ist beim nächsten Mal Lager fertig machen dran. Und eigentlich noch eine Hütte. Beziehungsweise da die Betten erstmal, dass ich die anderen Sachen umlagern kann. Aber ich krieg nicht alle Unterschlupfgedöns-Sachen weg. So. Das funktioniert leider nicht. Ich brauche dafür definitiv noch ein Haus. Und ich weiß auch nicht, wie ich das hier reinplatziere. Das schaue ich da noch. Also hier geht es vielleicht auch gar nicht dann an der Seite. Ich bin durch. Durch, durch, durch.